Moin Moin, Skellamstösel, ganz den nächsten und neunten Türchen unseres Star Wars Force Decks Adventskalender, jawohlski. Dieser wunderschöne Adventskalender enthält 50 Star Wars Kram, genau, das ist entspricht eigentlich eine Sammlung. Inklusive 16 Holokarten und zwei limitierten Auflagen. Eine limitierte Auflage hatten wir ja gestern zu. Gestern, ja. Ich strömte das wieder am 7. deswegen. Zu Nikolaus gezogen. Ray. Ja, Wolski. Gestern gab es auf jeden Fall hier nochmal so einen komischen Typ wieder, so einen Husk, keine Ahnung. Husk-Scherke und R2D2 und C3PO als Zusatzpower. Ja, was gibt's heute? Das werdet ihr jetzt auf jeden Fall sehen. Im 9. Türchen. Ja. Wolski! So, das neue Türchen ist hier oben gleich gefunden. Wir haben es am Öffnen, mal gucken, was drin ist. Ups, was ist das? Oh, das hier sind. Hier ist die 22, das kann ich nicht öffnen. So, So. Das Ding hier, dann mal wieder ab, weil das stört, ganz ehrlich. So, was haben wir hier drin? Okay. Kein besonderes Türchen, sag erstmal so. So, das neue Türchen. Ja. Wolski. So, dann haben wir hier. Ja, machen wir erstmal das Schlechtere. Der ist bei dem. Wie hieß das Vieh? In der Bar mit Mats Kanata. Genau, in der Bar mit Mats Kanata ist das der Droide zu sehen. Nämlich Söldner, Droide haben wir hier Horrid 3, 2, 7. Ja, in Episode 7 ist der in der Bar mit Mats Kanata zu sehen. Also in der Bar von Mats Kanata, genau. Und Widerstand, Pilot, das ist Neen Nupp. Der ist auch noch bei der Allianz zu sehen. In Episode 6. In der Allianz. Ja, Wolski. Heute leider nicht so besondere Karten drin gehabt. Auf jeden Fall morgen ist seine Türchen. Das ist, glaube ich, wieder was Besonderes drin. Ich kann da kurz mal lunsen. Im 10. Türchen. Oh, ich kann nicht lunsen, weil es hier rechts ist, deswegen. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen zum 10. Türchen. Ich bin raus, danke schön, wir sehen bis morgen zum 10. Türchen, wie oft gesagt. Ja, Wolski, Skywalker. Möp.